Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag, meine Freunde. Das voraussichtlich letzte Video des Jahres 2018 und der Abschluss der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2018 hier auf gregs-rpgheaven.de ist angesagt. Ich habe hier den Zettel, den ich mir aufgeschrieben habe, vor die Kamera geklebt habe mit den Titeln, die dran gekommen sind. Ich will sie noch mal kurz Revue passieren lassen für euch, bevor wir ins Finale hingehen. Ich hatte meine Flop 5 am Anfang, bevor wir die Top 20 angegangen sind mit Spielen, die mich enttäuscht haben oder Hardware, die mich enttäuscht hat. Hier hatte ich Pasture, Crossing Souls, Fallout 76, Metal Gear Survive und das PlayStation Mini Gerät in meiner Flop 5 drin. Beide im Top 20 sind eine ganz bunte Auswahl an Spielen mit bei gewesen. Auf der 20 Marvel Spider-Man, auf 19 Onimusha Remaster, 18 Shenmue 1 und 2, auf Platz 17 Minute, 16 Bloodstained, 15 Yakuza Kiwami 2, 14 Shadow of the Colossus, 13 Octopath Traveler, 12 Detroit Become Human. So viele Spiele. Platz 11, Far Cry 5, Platz 10, Fist of the North Star, Lost Paradise, Platz 9, Vampire, Platz 8, Yakuza 6, Platz 7, Ni no Kuni 2, Platz 6, Red Dead Redemption 2, Platz 5, Shibuya Scramble 428, Platz 4, God of War und Platz 3, Monster Boy and the Cursed Kingdom. Zwei Titel bleiben hiermit über und ich schaue nochmal hin, ob ich mich nicht verlesen habe. Okay, dann brauche ich den Zettel nicht mehr, weil zwei kann ich mir noch gerade merken, um die euch hier dann zu präsentieren. Auf Platz Nummer 2 hätte auch locker in anderen Jahren, wie viele der Top 5 Titel, auf dem ersten Platz sein können, aber hier habe ich es nochmal ein bisschen nach hinten gepackt. Ist eigentlich ein Titel, der im Westen letztes Jahr rausgekommen ist, 2017, aber da gab es so eine ein bisschen verquerte Release-Politik darüber. Dieser Titel ist eigentlich im September, glaube ich, war es. September 2017 rausgekommen für die PS4 hier und ich hatte mir auch gleich geholt, aber ich habe ihn sofort dann auch ad acta gelegt, weil dieser Titel damals sehr, sehr viel Kritik bekommen hat wegen der westlichen Lokalisation, ne? Also was die Sprachausgabe und die Texte und so weiter angeht. Und der Publisher NRS America hat gesagt, hey, Leute, wir machen das nochmal komplett neu. Wir haben die Kritik von euch gehört, wir haben sie verstanden. Und wir machen das nochmal ein bisschen genauer und präziser und mehr dementsprechend, weil es doch eine sehr dedicated Fanbase ist, die an selbst kleinen Sachen sofort dran mäkelt und auch zurecht, ne, weil die Lokalisation, die war solide, die alte aber vielleicht nicht up to den Qualitätsstandards, die man sonst mit dieser Serie dann vermittelt. Und die haben sich hingesetzt und quasi das Spiel nochmal komplett neu lokalisiert. Sie haben sogar die Sprachausgabe neu gemacht, ich glaube zu einem großen Teil einfach auch neue Leute gecastet und neue Texte, die geschrieben wurden. Es ist kaum was vom originalen Spiel da übergeblieben und diese Version ist mit dem kostenlosen Patch im Januar 2018 nachgeschoben worden, sodass es effektiv für mich ein Januar 2018 Release gewesen ist. Und man muss konkret sagen, eine Switch-Version ist ja auch nochmal davon rausgekommen im Juni? Juni war es, ne? April sollte die PC-Version kommen, die da auch gekommen ist, aber für die Switch ist es quasi auch ein frischer Titel, so dass es im Endeffekt doch trotz des Releases 2017 eigentlich konkret ein 2018er Titel ist und ich den auch 2018 gespielt habe und ich finde dadurch auch legitim ist, diesen Titel hier mit reinzutun, weil er einfach auch nicht die Chance da hatte. Und es handelt sich um Ys 8. Lacrimosa auf Dana. Ausführliches Review hier auch auf dem Kanal mit drauf. Die große Ys Action-Adventure-Serie rund um den jungen Abenteurer, den rotbehaarten Adolf Christin, der hier im achten Teil ursprünglich auf der PS Vita gestartet ist, später eine PS4-Version gekommen, dann nochmal PC- und Switch-Version später hinaus. Die Ys-Spiele, ich mag sie sau gerne, ja, schnelles Gameplay, so mein Standard-To-Go-Satz, wenn ich jemanden kurz beschreiben muss, was die Ys-Spiele sind, ist es ist Legend of Zelda mit mehr Kampf und weniger Rätsel, was hier dann auch so stimmt. Du bist als Adol zu Beginn des Spiels gestrandet auf einer Insel, bist auf einem Boot und dann werdet ihr von einem großen Kraken angegriffen. Ja, den großen Oktopus, der Kraken, der kommt und haut dann alles kaputt und ihr strandet auf dieser Insel, von wo normalerweise keiner wegkommt. Eine Insel, die anscheinend in der Urzeit stecken geblieben ist und mit Dinosauriern gesäumt wird und anderen Getier. Und ihr müsst versuchen, nicht nur die ganzen Überlebenden zu finden, sondern auch das Mysterium der Insel und der schönen Dana, die ein weiterer spielbarer Charakter ist, und deren Lacrimosa. Könnt ihr euch mal in der Übersetzung angucken, was genau das heißt, dann zu ermitteln. Also storytechnisch da weiterzugehen, die Insel zu erkunden, die Überleben zusammenzusammeln und dann irgendwie versuchen, wieder davon zu fliehen. Spielerisch ist es ein Action-Adventure mit einem großen Action-Gehalt. Ihr seht es aus der Third Person, Adol und fünf weitere spielbare Charaktere, mit denen man dann wechseln kann, die unterschiedliche Ansätze haben, was so den Nah- und Fernkampf angeht. Jeder Gegner, auf den ihr ihn trefft, hat auch unterschiedliche Abhängigkeiten, sodass mit dem einen Charakter Adol kann nur die so gut verletzen und dann müsst ihr eher auf den anderen Charakter gehen, der eher Schusswaffen hat, sodass die dann entsprechend verletzt werden können, sodass ihr ständig in einem Wechsel seid mit L und R zwischen neuen Charakteren hin und her zu wechseln. Hohe Spielgeschwindigkeit, treibende Musik, coole Grafik und allgemein
Ein richtig schöner Flow, der hierbei entsteht, wie bei den vielen anderen Ys-Sachen hier. Hier, dass dieses Dreier-Konzept ist schon seit einigen Teilen der Serie dabei. Ys 7 auf der PSP und Ys Memories of Celceta, das Remake des vierten Teils, was wir auf Vita und zuletzt auch auf dem PC gesehen haben, haben schon dieses drei Kollegen gleichzeitig mit Hin- und Her-Wechseln-System gehabt. Hier hat man es eben auch, dass drei Leute in einer Party unterwegs sind, die von insgesamt sechs Figuren dann gesäumt wird. Und ey, dieser Titel, ne? Die neue Lokalisation ist super, also ich habe nichts dagegen auszusetzen. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, weil ich nur den Anfang mit der alten gespielt habe, aber ich finde Charaktere schön gemacht, sehr schön eingesprochen, auch die Story wird weiter vermittelt. Ist auch sogar eine ganz nette Story, die da hier gemacht wird, dass man auch storytechnisch, obwohl die Cutscenes hier und da ein bisschen lang sind, finde ich, für ein Action-Adventure, das könnte auch gerne hier und da ein bisschen knackiger sein, aber sie sind ein wichtiger Teil, der mit reinkommt. Der große Star ist hier aber die Welt, die Insel. Für mich der vergleichbarste Titel ist tatsächlich Metroid Prime, würde ich sagen. Eine große zusammenhängende Welt, die schon Metroidvania-mäßig natürlich mit den Upgrades und Charakteren mal hier geöffnet wird oder der andere Weg und da schließt sich wieder der Kreis und es wird miteinander verbunden. Es gibt eine World Map, die viele Geheimnisse birgt, die prozentual auch angezeigt wird, sodass ich habe tatsächlich 100% der Map, bin ich dann abgegangen, um entsprechend das Ding freizuschalten. Ich habe fast alle Achievements geholt, ein sehr ungewöhnliches Ding für mich, nur ich müsste es einmal auf mega hart spielen, da habe ich keinen Bock drauf, aber hey, viele Skills, die man finden kann, viele Sachen zum Freischalten, die Charaktere, die Story, wie sie weitergeht, sehr viele Herausforderungen da und dabei immer das schnelle und treibende und actionreiche Gameplay, was auf der PS4 wirklich einwandfrei funktioniert hat und ey, mörderisch guter Titel. Für mich der bisher beste Ys-Titel, würde ich so ziemlich sagen, ja, verglichen selbst mit den coolen alten, die wir häufig gesehen haben. Und mega wert, dass man es vor allem auf der PS4 mit den 60 Frames, selbst auf der normalen PS4 dann zocken kann. Die Switch-Version hat, glaube ich, nur 30 und hatte Probleme zu Beginn. Die mittlerweile meines Wissens nach rausgepatcht wurden, aber es ist eben auch ein Titel, der nochmal nicht ursprünglich für die Switch gedacht war. Soweit ich jetzt gehört habe, soll auf jeden Fall besser funktionieren. Ich würde den auch, egal auf welcher Plattform, sonst empfehlen. Check da nochmal, was die einzelnen Versionen angeht. Die PS4 habe ich durchgespielt und die war einwandfrei, inklusive der neuen Lokalisation. PC gab es ein paar Probleme, Switch ein paar, aber es sollte eigentlich auch für allen Versionen gut sein. Die Vita-Version will ich fast am wenigsten empfehlen, weil die hat leider weniger Content. Da ist ab der PS4-Version mehr Content reingekommen und ist nicht so performant und man kann auch keine Cross-Saves und andere Sachen damit machen. Das ist also vielleicht halb so. Wenn man es unterwegs spielen möchte, lieber auf der Switch dann angucken. Und ja, dadurch, dass es für mich eben auch für viele andere so ein 2018er Titel gewesen sind. Ich werde nicht müde davon werden zu sagen, spielt dieses Game, wenn ihr ansatzweise Bock auf solche Action-Adventures mit hohem, schnellen Gameplay hat, mit viel Anspruch, mit viel Zeug, was abgeht, aber auch eben wirklich schön viel zum Entdecken. Ich habe mich auch richtig so in einen Rausch da reingespielt und über Tage und Wochen nichts anderes gezockt und die Nebenquests gemacht und da was erkundet. Und da konnte ich nochmal und ich könnte von der Seite nochmal schauen. Es ist fast schon eben wieder das Metroid Prime-Gefühl zurück gewesen, nur auf eine bisschen anders gelagerte Art. Und da bin ich sehr gespannt auf Ys 9, was ja gerade angekündigt wurde. Monstrum Nox, glaube ich, soll der Untertitel heißen. Bisher zum Aufnahmezeitpunkt weiß ich noch nicht mehr dazu, aber wenn es ansatzweise so cool wie Ys 8 wird, dann könnte es auch ganz, ganz oben bei den Game of the Years landen. Und damit wären wir auf Platz Nummer 1, meinem Game of the Year. Vielleicht können es manche sich schon vorstellen, was ist es denn? Ein Titel, über den würde ich auf jeden Fall hier gesprochen haben und den habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir hatten eine 11 im Titel. Ja, ist der 11. Teil einer großen Serie, wobei es auch viele andere Remakes und Spin-Offs und andere Sachen gegeben hat. Kann ich den vielleicht hier mal rausholen? Warte mal, ich guck mal. Dann zeige ich euch einfach die Verpackung gleich. Oh Gott, ich will es nur nicht auseinanderreißen. Mein Game of the Year ist folgendes Spiel hier. Auf der PS4 habe ich es durchgespielt. Es gibt auch natürlich andere Versionen, aber mein Spiel des Jahres 2018 ist Dragon Quest 11. Hier in der PS4, wie ist die? Bringer of Light Edition oder irgendwie? The Edition of Lost Time. Die Edition der verlorenen Zeit. Ein wunderbares, großartiges Rollenspiel und ich habe noch ein bisschen was vor mir, weil ich habe die Abspende gesehen, aber noch nicht alle und ich kann hier noch mal ein bisschen weiter zocken. Ich liebe Dragon Quest sowieso allgemein und ich habe es auch in der Top 101 der besten Rollenspiele gesagt. Dragon Quest 8, was Mitte der 2000er rausgekommen ist, Level 5, die wir hier auf der Liste ja mit Ni no Kuni 2 zum Beispiel hatten, die waren damals mitverantwortlich, gemeinsam mit den Leuten von Enix, Square Enix damals natürlich schon, um ein wunderbares Rollenspiel zu schaffen, was nicht nur visuell und weltentechnisch überzeugt hat, sondern die klassischen Werte eines Japaner-Rollenspiels mit wie funktionieren die Kämpfe oder wie ist das Storytelling aufgebaut, wie sind die Bosskämpfe gemacht, verbunden hat mit einer wunderbaren Welt und einer tollen Darstellung und sehr, sehr schönen Vertonung. Für mich wie eine Art spielbares Märchen und eines meiner Lieblingsspiele der damaligen Ära ist ja auch rausgekommen in dem 3DS-Remake.
Dragon Quest 11, nach langer Zeit der Spiele, dass sie anderswo hingegangen sind, Dragon Quest 9 war ein DS-Spiel, was natürlich nicht den gleichen Ansatz hatte, was so die Darstellungsart und das Storytelling angeht, sondern ein bisschen auf so auf mehr Spieler und reduzierte Qualität, was die Technik angeht, in Richtung Handheld gegangen ist. Dragon Quest 10 ist ein Online-RPG gewesen, ein MMO, was natürlich auch einen anderen Ansatz verfolgt. Dragon Quest 11 ist der legitime Nachfolger zu Dragon Quest 8. Alle Tugenden, was die Technik, was das Storytelling, was die Qualität des Voice-Acting angeht, findest du hier auch, aber potenziert. Es müsste die Unreal Engine sein, die da drunter liegt, hat wirklich einen schönen Comic-Look geschaffen und vor allem auch Sachen, was mich zum Beispiel auch bei Yakuza schon gefreut hat, dass du da mit weniger Ladezeiten und wirklich mehr zusammenhängender Welt zu tun hast, in Läden reingehen kannst. Hey, die großen Riesenlocations, die Städte, die Oberwelt, wo man drüber kann, wo man in Häuser rein kann, ohne eine Ladezeit zu haben, wo du außen in ein Fenster reingucken kannst direkt und den Inhalt eines Hauses siehst und Personen, die da sind und an denen vorbeigucken kannst, durchs Fenster wieder raus in die richtige Location, ohne dass es eben abgedunkelt ist. Das wirkt alles viel lebendiger, viel größer, super dargestellt von der technischen Seite aus her. Die Sprachausgabe, die im japanischen Original nicht vorhanden war, in Japan gab es keine Sprachausgabe bisher für den Titel. Die soll, glaube ich, mit der Switch-Version dann später nochmal kommen, an der gerade nochmal entwickelt wird, dass nochmal eine japanische Sprachausgabe kommt. Was mich gewundert hat, die englische Sprachausgabe, lippensynchron, ne? Und es ist die fucking beste Sprachausgabe, die ich je gehört habe in einem Videospiel. Ich habe es wirklich lange, Monate sacken lassen und geguckt, stimmt das so? Fühlst du dich nur so oder ist es vielleicht auch so? Ey, was die Wahl der Stimmen angeht, was die Synchronität angeht, was die Inszenierung der Cutscenes angeht, es wirkt so auf einmal, vor allem mit der Qualität der Optik. Ich habe bei jeder Cutscene den Ton aufgedreht und würde auch zugehört, um wie die das dargestellt und gemacht haben. Es ist so geil. Es ist toll, ne? Es ist einfach wirklich wie ein richtiges digitales Märchen, was du dir da angucken kannst, auch vom Storytelling und so weiter, wieder aus sehr, sehr ähnlicher Ansatz, auch wenn die Story anders ist als bei Dragon Quest 8, aber hier die Tugenden mitgenommen und einfach immer der Dschungel geschnalzt, ne? Darunter das Fundament, was Dragon Quest ausmacht, neben der großen Welt, die man erkunden kann, das klassische Gameplay, schöne überraschende Sachen, ein Kampfsystem, was wieder sehr klassisch ist, mit ein paar neuen Elementen. Es gibt so einen neuen Grafikmodus, wo man die Kamera frei drehen kann, den man überhaupt nicht benutzen sollte. Der Schwierigkeitsgrad, das war das Ding, wo viele auch bemängelt haben, ein bisschen ähnlich wie bei Ni no Kuni. In der Standardfassung, dadurch, dass man so eine gute KI hat, die man kämpfen lassen kann, den Großteil des Spieles, wenn man die Standardschwierigkeit wählt, wobei man zu Beginn des Spieles sich einen höheren Schwierigkeitsgrad hier in der West-Version einschalten lassen kann, den man aber zwar einmal ausschaltet, aber wenn er ausgeschaltet ist, kommt er leider nicht wieder zurück. Der macht das nochmal alles anspruchsvoller und knackiger. Ansonsten könnt ihr einen Großteil der Kämpfe mit der KI bestreiten und werdet nur bei den Bosskämpfen richtig gefordert. Da aber auch richtig gut bei den Bosskämpfen. Und ihr müsst mal schauen, wie insofern ihr das aufbaut. Also ihr könnt, wenn ihr am Anfang den Schwierigkeitsgrad hoch macht, ich war auch okay damit, viel mit der KI bei den normalen Kämpfen zu machen und ein bisschen anzupassen und so weiter. Die Bosskämpfe richtig anspruchsvoll, ne? Und da habt ihr auch wirklich an einigem zu knabbern. Und es gibt ja auch einen Postgame-Content, der dann nochmal den Schwierigkeitsgrad nach oben drängt. Ich finde es schade, dass man, wenn man diesen höheren Schwierigkeitsgrad in diesen Spezialmodus einschaltet zu Beginn, wenn man den einmal ausschaltet, dass er weg ist. Man sollte jederzeit zwischen der Schwierigkeit wechseln können, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie du am besten da angehst und wie du die Engine ausreizen kannst, weil spielerisch ist es echt ein richtig gutes Ding mit einem schönen kleinen Crafting-System obendrauf, ne? Und eben auch wirklich großartigen Locations, die man erkunden kann, sympathischer Charakterriege. Selbst meine Freundin hat dann zugeschaut, wie ich das wirklich tagelang und wochenlang gezockt habe, und sie ist nicht so der große Japano-RPG-Fan, ne? Aber das hat sie von der Inszenierung, von der Darstellung, sie selbst gesagt, oh, wann spielen wir wieder Dragon Quest, ne? Das ist auch schon ein guter Indikator dafür, wie sehr das Spiel dann eben nicht nur Hardcore-Rollenspiel-Fans einnimmt. Und ja, dadurch, dass es eben ein lösbares Ding ist mit dem Schwierigkeitsgrad, dass ihr das machen könnt, finde ich eigentlich, da ist nicht mehr so viel Makel dann übergeblieben. Die andere große Sache wäre, die haben wir auch schon im Review ausgeführt, ist der Soundtrack, der hier statt orchestrierter Musik, die auch in der Bonus-CD vorhanden ist, hier in dieser, Lost Time Edition, mit dabei ist, leider nur MIDI-Sound, also von dem PS4-Soundchip kreierte Musik und auch viel recycelt von dem Musiker der Serie, der eben seit vielen Jahren da dran sitzt. Da gab es ein bisschen Problematik eben über den auch, das habe ich auch im eigentlichen Review nochmal ausgeführt. Der ist nicht so erpicht darauf, dass seine Soundtracks in den Spielen mit orchestrierter Musik drauf gemacht werden anscheinend, weil das im achten Teil so war. In der Westfassung hat er richtig Terz gemacht und gesagt, nein, von meiner Seite aus nicht. Und darüber hinaus ist auch noch in letzter Zeit viel über den bekannt geworden, dass der durchaus
kein besonders koscherer Zeitgenosse ist, ne, dass er Kriegsverbrechen von Japan leugnet und auch hier teilweise homophobe Aussagen oder sowas gemacht hat, was das Ganze inklusive dem qualitativ nicht so guten Musik da so ein bisschen ein anderes Licht rückt. Und ich habe auch von Leuten gehört, oh, das hat mich abgehalten davon, das Spiel zu spielen und die Musik war so scheiße, dass ich es gar nicht anschauen muss. So scheiße kommt die nicht rüber, die Musik. Und leider, musikalisch macht er ein gutes Zeug und er hat wirklich sehr viel auch an guten Sounds dann erstellt, die sich hier auch finden lassen. Ich fand es jetzt nicht so störend. Klar, da wäre noch mal ein bisschen mehr gegangen, was so orchestrierte Musik angeht, vor allem, weil die als extra CD mit dabei ist. Und für die PC-Fassung gibt es Patches mittlerweile, womit man sogar die orchestrierte Musik machen kann. Ansonsten ist man eben eher auf etwas drögere Sounds dann angewiesen, die man dann mitnehmen kann und wie das da funktioniert. Wenn man mit sich selbst zurechtkommt, dass man eben da im Spiel auch Musik von jemandem hört, der nicht ganz der koschere Zeitgenosse ist. Man muss für sich selbst ermitteln, wie sehr einen das stört. Und ich hoffe, dass Square für Re-Releases und für folgende Editionen des Spiels eventuell dann nochmal konkreter dann schaut, weil so viel hängt auch nicht davon ab, dass unbedingt die Musik hier in der klassischen Variante drin ist. Vielleicht, dass man einen neuen Musikermann dazu holt und der vielleicht mal ein bisschen eine frischere Ansicht dann da drauf packt, trotzdem noch aber den Spirit erhält. Das könnte eventuell dann nochmal bringen. Für mich hat das nicht so viel vom Spiel dann weggezogen, dass ich dennoch einen mega großen viel Spaß damit hatte und für mich mit Abstand ist das beste Spiel des Jahres 2018 gewesen ist, sodass ich es auch legitim hier drauf wählen kann. Für mehr Details, wie gesagt, hört euch das Review an. Ansonsten aber, wenn ihr Rollenspiele mögt, dann macht ihr so gut wie nichts mit Dragon Quest 11 falsch und es ist auch mit wirklich das beste Game, was ich dieses Jahr gezockt habe. Das war's! Meine werten Leute, lang ist es gewesen. Ich hoffe, ihr habt etliche Titel hier gefunden, die ihr auch gerne gespielt habt, wo ihr Spaß dran gehabt habt. Mich würde weiter interessieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, unten in die Comments gerne eure Top-Listen rein. Es muss keine Top 20 sein, Top 3, Top 5, irgendwas. Was sind die Spiele, die euch bewegt haben? Über was sollten wir nochmal reden? Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal für das, echt eure Treue. Nicht nur, was die Videos angucken, hier auf Gregs-RPG-Heaven angeht, was das Hören der Podcasts angeht, was den Besuch von Plauschangriff.de angeht, was die Rocket Beans TV-Sachen angeht. Gerade die Leute, wo ich mich ein bisschen selbstständiger gemacht habe, die mich über patreon.com/rpgheaven unterstützen. Das war ein großer Wandel für den Channel hier, aber auch für meine Arbeitsweise her. Und ich hätte mir nicht träumen können, dass ihr das so gut dann annehmt und dass wir so Sachen weitermachen können. Also wie gesagt, danke, habe ich schon gesagt und ich freue mich darauf und ich hoffe, dass ich euch noch mehr Sachen bieten kann, was jetzt 2019 angeht und dass wir allerspätestens am Ende dessen Jahres, am Ende des Jahres 2019 nochmal hier sind und vielleicht ein paar schöne Sachen haben, auf die wir zurückblicken können. Nicht nur großartige Spiele, sondern auch großartige Erinnerungen, die wir gemacht haben. Ich war der Gregor, wenn ihr das Video jetzt guckt, wenn es live gegangen ist, wünsche ich euch noch einen guten Rutsch und wir sehen uns 2019 wieder. Bis dann!